So, liebe Freunde und liebe Freunde, wir sind jetzt auch fast mit dem Bühnenprogramm am Ende. Bevor wir losmarschieren, muss ich Ihnen noch drei Veranstaltungshinweise noch mitteilen und von mir ankündigen. Die erste, die Informationsstelle Militarisierung der DFGVK Baden-Württemberg und die Gesellschaft Kultur des Friedens laden am 14. Dezember in der Landesstelle der Verdi zu einer Lesung mit der Friedensaktivistin Medea Benjamin ein. Sie wird ihr neues Buch vorstellen und daraus lesen mit dem Titel Drohnenkrieg. Beginn ist um 19.30 Uhr und damit komme ich auch zum zweiten Veranstaltungshinweis. Für den darauffolgenden Tag, also am 15. Dezember, gibt es eine Protestaktion gegen das US-Drohnenprogramm vor dem AFRICOM in Stuttgart-Möhringen in der Plieninger Straße. Und dazu wurden und werden auch noch Flugblätter verteilt von den Kollegen. Bitte auch hier die ganz große Bitte auch von hier, von unserer Bühne aus, zahlreich erscheinen, auch im Sinne der gegenseitigen Solidarität. Und der letzte Veranstaltungshinweis, der dritte kleine Ratschlag des Widerstands gegen Stuttgart 21 findet diesen Mittwoch, 11. Dezember um 18.30 Uhr im linken Zentrum Lilo Hermann statt. So, und damit sind wir auch am Schluss unseres Bühnenprogramms. Gleich startet unser Demozug. Unsere Demo-Route verläuft heute über die Laubenstaler Straße, Friedrichstraße, von der Beuthstraße zum Neuen Schloss. Das offene Mikrofon findet am Kronprinzenplatz statt und dort findet auch der Schwabenstreich statt. Vielen Dank für das zahlreiche Kommen und bis nächste Woche und vor allem hier vor dem Hauptbahnhof. Oben bleiben!